Büsingen am Hochrhein in Baden-Württemberg. Eigentlich eine ganz normale deutsche Gemeinde mit allem, was man von einer deutschen Gemeinde so erwartet. Es gibt eine Kirche, einen Rathausplatz mit einem Kunstwerk davor, eine deutsche Sparkasse, eine deutsche Postfiliale und so weiter. Doch irgendetwas ist anders hier in Büsingen. Denn neben all diesem deutschen Zeug gibt es auch eine Schweizer Telefonzelle, eine Schweizer Postleitzahl, Schweizer Zeitungen und ein Ruhr-Bänkli. Was bitte soll das sein? Der Grund für diese ungewöhnlichen Schweizer Akzente in einer deutschen Gemeinde ist relativ schnell erklärt. Denn Büsingen ist tatsächlich die einzige deutsche Ortschaft, die sich gar nicht in Deutschland befindet, sondern in der Schweiz? Büsingen ist eine sogenannte Exklave und komplett umgeben von Schweizer Hoheitsgebiet. Man kommt nicht in das Dorf rein, ohne durch die Schweiz zu fahren. Man kommt auch nicht wieder raus, ohne durch die Schweiz zu fahren. Und auch in der Gemeinde selbst ist die Schweiz omnipräsent, obwohl das Dorf eigentlich zu Deutschland gehört. Da stellt sich doch die Frage, warum zum Henker ist das eigentlich so? Warum gibt es einen deutschen Ort, der geografisch in der Schweiz liegt und welche Besonderheiten oder gar Probleme bringt das mit sich? Lasst es uns herausfinden. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig ungewöhnliche Orte mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Freunde, ich bin in der schönen Schweiz. Ja, und zwar nur, um in wenigen Minuten wieder aus der Schweiz herauszufahren. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ist offenbar die Schweiz. Teure Autos, die ich mir nicht leisten kann. So, und wenn ich jetzt noch 3 Meter weiter gehe, dann bin ich tatsächlich wieder in Deutschland. Passt auf, ich zeig's euch. Hier stehen wir mitten auf der Straße. Schaut mal hier. Hier haben wir deutsche Fahrbahnmarkierung. Hier haben wir Schweizer Fahrbahnmarkierung. Gelber Radweg. Hier wird der Radweg weiß. Immerhin gibt es hier einen Radweg. Das ist ja jetzt nichts Selbstverständliches für Deutschland. Und hier haben wir direkt zwei so, ja, wie nennt man das? Grenzpöller. Ich nenne alles Pöller, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Einmal den schweizerischen Grenzpfosten, Kanton Schaffhausen. Ja, und nur ein paar Meter weiter finden wir dann hier den schwarz-rot-goldenen Grenzpfosten. Ja, das Kuriose an der ganzen Geschichte, ich stehe jetzt hier auf deutschem Hoheitsgebiet, obwohl ich eigentlich immer noch in der Schweiz stehe. Darf man das so sagen? Ist das die korrekte Formulierung? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal lieber schnell wieder in die Schweiz, dann mache ich auch nichts falsch. So, jetzt bin ich wieder in der Schweiz. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal rein ins Dorf Büsingen und machen mal so eine kleine Sightseeing-Tour. Hat schon mal irgendjemand Sightseeing in Büsingen gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir die Ersten, aber wir schauen einfach mal, was wir da so entdecken. Ja, die erste Kuriosität begegnet uns direkt am Ortseingang, denn da begrüßt uns zunächst einmal die schweizerische Flagge und erst dahinter dann die deutsche. Ist das schon ein Statement? Ich weiß es nicht. So zieht sich das dann übrigens auch durch den ganzen Ort durch. Also die Doppelbeflaggung ist hier an allen Ecken und Enden zu sehen. Manchmal gibt es sogar Gemälde, wie hier auf der Rathauswand. Da ist dann die deutsche Flagge allerdings bedeutend größer als die schweizerische. Interessant ist auch, dass die Büsinger ein eigenes Autokennzeichen haben. Büs, das aber natürlich ein deutsches Kennzeichen ist. Und auch das Design der Bushaltestellenschilder ist interessant. Die sind nämlich mit so einem Rohrbogen oben verziert. So sehen viele Schweizer Bushaltestellen aus. Aber es ist eben auch das deutsche Haltestellensymbol drauf zu sehen. Nach meinen Beobachtungen gibt es das in den umliegenden Schweizer Dörfern so nicht.
Ja, am Rathaus finden wir dann auch ein paar Informationen zu diesem Sonderstatus Büsingens für Touristen. Direkt daneben finden wir auch die bereits erwähnten Telefonzellen, die heute allerdings praktisch nicht mehr existent sind. Die schweizerische Telefonzelle wurde komplett ausgeräumt. Von der deutschen ist nur noch so eine SOS-Säule zu sehen. Aber früher gab es hier tatsächlich zwei Telefonzellen, eine deutsche und eine schweizerische. Und ebenfalls am Rathausplatz finden wir die Deutsche Postfiliale mit den eben schon erwähnten zwei Postleitzahlen dieses Ortes, einer deutschen und einer schweizerischen. Was gibt es sonst noch zu Büsingen zu sagen? Die schönste Sehenswürdigkeit ist vermutlich der Rhein. Wunderschön idyllisch, da kann man mit dem Boot drüber schippern und an einigen Stellen sogar baden. Ansonsten ist der Ort einigermaßen unspektakulär. Es gibt ein paar sehr alte historische Fachwerkhäuser. Manche von denen vergammeln auch so ein bisschen. Und ansonsten führt eine sehr laute Straße mitten durch diesen Ort. Und diejenigen, die da drüber fahren, betätigen offensichtlich sehr gerne ihre Hupe. Insbesondere dann, wenn Menschen mit Kameras auf dem Gehweg stehen. Probleme. Jesus. Leute, lasst das bitte sein. Auch wenn ihr noch nie eine Kamera in eurem Leben gesehen habt, lasst es sein. Es gibt keinen Grund, Fußgänger anzuhupen. Es ist wahnsinnig laut und man kriegt einen halben Herzinfarkt. Gut, so viel dazu. Ich habe eine Bank gefunden für mich. Ach, das ist ja wundervoll. Sehr gut. Oh, mit Blick auf den Rhein. Guckt euch das an. Ja, jetzt haben wir eine kleine Sightseeing-Tour durch Büsingen gemacht und haben ein paar Kuriositäten am Straßenrand entdeckt. Aber abseits von diesen Dingen, die man schon hier im Ortsbild sieht, gibt es noch ein paar andere Phänomene, die diesen Ort umgeben, die man nicht direkt sieht, die aber eine ziemlich große Rolle spielen. Fangen wir mal mit der Polizei an. Hier in Büsingen gelten nämlich, obwohl es eigentlich deutsches Gebiet ist, zum Teil auch schweizerische Gesetze. Zum Beispiel beim Zoll, bei der Landwirtschaft und beim Gastgewerbe. Dementsprechend darf auch die Polizei aus der Schweiz in Büsingen Verhaftungen vornehmen und die Festgenommenen in die Schweiz bringen. Allerdings ist die Zahl der Schweizer Ordnungshüter begrenzt. Mehr als 10 von ihnen dürfen sich nicht in Büsingen aufhalten. Die deutsche Polizei hingegen hat auf schweizerischem Gebiet keine Befugnisse und darf sich uniformiert nur auf klar definierten Routen zur Exklave hinbewegen. Interessant ist auch, dass Büsingen in Krisensituationen zur Schweiz gezählt wird. Das ist im Staatsvertrag von 1967 so verankert. Zuletzt war das während der Corona-Pandemie so. Als die Schweiz im März 2020 den Notstand auslief, galt der auch in Büsingen. Der Ort war während der Einschränkungen sogar zeitweise komplett vom Rest Deutschlands abgeschnitten. Eine weitere Sonderrolle sind die Versicherungen im Ort. Nicht erwerbstätige Bürgerinnen und Bürger können nämlich frei wählen, ob sie einer deutschen oder einer schweizerischen Krankenversicherung beitreten wollen. Zudem haben Büsinger die freie Wahl, ob sie deutsche oder schweizerische Ärzte aufsuchen wollen. Auch bei der Schulbildung spielt der Sonderstatus eine Rolle. Bis zur 4. Klasse gehen Kinder auf die örtliche Grundschule. Danach allerdings haben Eltern die freie Wahl, ob sie ihre Sprösslinge auf eine deutsche oder eine schweizerische weiterführende Schule schicken wollen. Der Fußballclub der Gemeinde, der FC Büsingen, ist als einziger deutscher Verein dem Schweizerischen Fußballbund angeschlossen. Und auch bei der Telekommunikation nutzen die Büsinger schweizerische Internet- und Fernsehanbieter, bezahlen allerdings deutsche Rundfunkgebühren. Ja, eine ganz wichtige Besonderheit ist natürlich auch dieses Ding hier, also nicht mein privates Portemonnaie, sondern die Geldbörse an sich. Denn was hat man da als Büsinger eigentlich drin? Euros? Oder Schweizer Franken? Oder beides? Tatsächlich ist Büsingen die einzige deutsche Gemeinde, in der Regel mit Schweizer Franken bezahlt wird. Zeitweise akzeptierten einzelne Unternehmen, wie etwa die Büsinger Postfiliale, einzig und allein diese Währung und nicht etwa die D-Mark oder den Euro. Und selbst die Gemeindeverwaltung berechnet die Müllgebühren in Franken. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass die meisten Büsinger ihren Lebensunterhalt auch in der Schweiz verdienen und dementsprechend in Franken bezahlt werden. Und wahrscheinlich auch damit, dass sich die meisten Büsinger eher der Schweiz zugeneigt fühlen als Deutschland. Auch wenn sie offiziell in Deutschland leben. Ihr mögt es kaum glauben, aber zeitweise lag Büsingen sogar mal in einer völlig anderen Zeitzone als der Rest von Deutschland. Genauer gesagt im Jahr 1980. Da hat nämlich Deutschland die Sommerzeit wieder eingeführt. Die Schweiz allerdings zog erst ein Jahr später nach. Und weil sich Büsingen an der Schweizer Gesetzgebung orientierte, herrschte hier zeitweise eine völlig andere Uhrzeit als in allen anderen deutschen Städten.
Gut, jetzt haben wir viel gelernt über die Besonderheiten dieses Örtchens Büsingen. Aber wie genau machen sich diese Besonderheiten denn im Alltag der Bürgerinnen und Bürger bemerkbar? Und welche Probleme bringen diese Besonderheiten mit sich? Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder mal Nachrichten über Büsingen und seinen kuriosen Sonderstatus, beispielsweise im Jahr 2015. Damals wurde berichtet, dass der Videodienst Skype seine Dienste nicht in Büsingen anbietet. Microsoft begründete das damals mit dem komplizierten Steuerrecht des Ortes. Das größte Problem für die Büsinger ist aber ein anderes. Und zwar, dass im Ort das Schweizer Zoll- und Wirtschaftsrecht gilt. Dementsprechend sind die Lebensunterhaltungskosten hier deutlich teurer. Um mal ein Beispiel zu nennen, wer hier in ein Restaurant geht, bezahlt Schweizer Preise und die sind bekanntlich ziemlich happig. Gleichzeitig allerdings unterliegen die Büsinger der deutschen Einkommenssteuer, die wiederum höher ist als die schweizerische. Immerhin, wer hier in Büsingen lebt, kann einen Freibetrag geltend machen, der diese Mehrbelastung zumindest etwas abmildert, aber eben nicht vollständig ausgleicht. Genau aus diesem Grund sind in der Vergangenheit auch viele Einwohner des Ortes früher oder später in die Schweiz ausgewandert. Es hat sich finanziell einfach nicht gelohnt, hier zu leben. Spannende Geschichte, oder? Ja, aber eine Sache, die haben wir ja immer noch nicht geklärt. Und zwar, warum ist das eigentlich alles so? Also, warum liegt dieser deutsche Ort in der Schweiz, aber auch irgendwie nicht wirklich in der Schweiz? Und ach, egal, um das herauszufinden, müssen wir einmal ganz weit zurück in die Geschichte. Genauer gesagt ins Jahr 1728. Zu diesem Zeitpunkt war Büsingen nämlich weder schweizerisch noch deutsch, sondern österreichisch. Ja, es wird immer wilder. Österreich besaß seinerzeit mehrere kleine Dörfer in der Region. Eines davon war Büsingen. Die Schweiz versuchte während des 18. Jahrhunderts immer wieder mit Verhandlungen Büsingen in die Schweiz bzw. in die Nachbargemeinde Schaffhausen einzugliedern. Österreich allerdings blieb stur. Daran änderte sich auch nichts, als das Land mehrere kleine Dörfer in der Gegend an das eidgenössische Zürich verkaufte. Büsingen sollte, Zitat, zum ewigen Ärgernis Schaffhausens österreichisch bleiben. Der heutige Status Büsingens geht also auf einen jahrhundertealten Konflikt zurück. Im 19. Jahrhundert wurde Büsingen dann im Rahmen des Pressburger Friedens dem Königreich Württemberg zugeschlagen. 5 Jahre später kam es dann zum Großherzogtum Baden. Wozu Büsingen in all dieser Zeit aber niemals gehörte, war, richtig, die Schweiz. Tja, und an diesem Sonderstatus hat sich bis heute auch nichts geändert. Wobei es durchaus in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder Versuche gab, Büsingen in die Schweiz einzugliedern, die allerdings allesamt scheiterten. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 veranstalteten die Büsinger ein Referendum im Ort. 96% stimmten seinerzeit für die Eingliederung des Ortes in die Schweiz. Trotzdem wurde daraus nichts, weil die Schweiz kein adäquates Gebiet zum Tausch anbieten konnte. Ein paar Jahre später, 1924, versuchten es die Büsinger dann mit der radikalen Methode. Man werde vor keinem Gewaltmittel zurückschrecken, hieß es damals. Das badische Staatsministerium reagierte mit Konsequenzen. Mehrere weitere moderate Proteste scheiterten. Irgendwann wurden die Wünsche der Büsinger vom Staatsministerium nicht einmal mehr beantwortet. Auch der Zweite Weltkrieg änderte nichts am Status Büsingens. Nach dem Krieg wurde der Ort von französischen Truppen besetzt, die auch einen neuen Bürgermeister stellten. Dieser hatte zwar Bestrebungen, Büsingen in die Schweiz einzugliedern, wurde dann allerdings nach nur 2 Monaten wieder abgesetzt. Und im Jahre 1955 wurde schließlich der letzte Versuch dieser Art unternommen. Damals allerdings stellte sich der Landkreis Konstanz quer. Dieser forderte einen Landkorridor von Büsingen nach Deutschland, was die schweizerische Gemeinde Dörflingen in 2 Teile zerschnitten hätte. Das wiederum wurde von schweizerischer Seite als Provokation empfunden und die Pläne wurden ein weiteres Mal auf Eis gelegt. Und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Tja, und das ist letztendlich der Grund, warum Büsingen heute das einzige deutsche Dorf ist, was eigentlich in der Schweiz liegt. Bisschen kompliziert alles, aber irgendwie am Ende des Tages ja auch ein schönes Beispiel von guter Nachbarschaft, oder? Auch wenn man komplett von Nachbarn umzingelt ist. So, und das war mein kleiner Ausflug nach
Büsingen und übrigens auch der erste Teil meiner kleinen Reise in den Süden. Ja, ich habe es ja neulich schon mal angekündigt. Ich mache eine kleine Reise nach ganz unten, von Süddeutschland in die Schweiz, nach Italien, nach Slowenien und wieder zurück. Und mein nächster Halt wird die Schweiz sein, also die richtige Schweiz, nicht irgend so ein Dorf am Rande der Schweiz, in der Schweiz. Egal, nein, die richtige Schweiz. Und da machen wir mal wieder eine kleine Filmsafari. Ich verrate aber noch nicht, worum es geht. Lasst euch überraschen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne mal diesen Kanal und drückt die Glocke, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch meine Arbeit unterstützen, zum Beispiel bei Patreon oder wenn ihr Kanalmitglied werdet hier auf YouTube, dann gibt es auch exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. So, ich würde sagen, ich fahre weiter in die Schweiz und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zur nächsten Reise. Ciao.